Gut, Gustav, ich gehe jetzt kurz allein, kläre das wegen der scheiß Kleche. Hm. Und danach gehen wir uns richtig schön bei dir, dann kann er hineinlöten. Soll ich auf dein Bier aufpassen, solange du drin bist? Wieso sollst du auf mein Bier aufpassen? Anderer Scherz. Gut, ich übertrage dir die Verantwortung jetzt. Ja. Alles im Griff. Du bist jetzt hier der Mann. Bis gleich. Mahlzeit, na meine. Du, ich habe hier Termin bei so einer Zaubermaus. Welchen Kläger ist da? Und wie hieß die Zaubermaus? Frau Menkenker. Etage 2, Zimmer 7. Alles klar. Oh, ist doch schön hier, ne? Soll ich vielleicht auf Ihr Bier aufpassen so lange? Ist so, weil ihr alle auf mein Bier aufpassen wollt. Nehme ich mit. Null sechs, null sieben, mein Kenker, hab ich doch nicht. Herein. Mahlzeit. Bin hier wegen Termin. Kläger, weißt du? Soll ich mal hier hinsetzen oder was? Ja, nehmen Sie Platz. Ja, was war denn los bei der letzten Arbeit? Das sah doch so gut aus. Ach, das lief super, ja. Wir haben da, waren pünktlich da und alles. Aber dann hat der Idiot dazu wie in Mischer angemacht. Ne? Da war das Bier drin zum Kühlen, das weiß doch jeder. Anfänger. Ja, und dann haben wir vielleicht doch noch ein Bier mal zwischendurch getrunken. Wir haben auch bis halb neun gewartet. Ja, nicht, dass es irgendwie asozial aussieht oder so, aber es hat einem feinen Herrn auch nicht gefallen. Ja, hat uns eben geschickt. Ja. Gustav, da war Babesatz, sag ich dir. Ja, also, das muss ich mir auch nicht bieten lassen. Ich muss ja was zaufen bei der scheiß Bremse. Ja. So, Mädchen, du warst doch beim Friseur, oder? Ich sehe doch die schöne neue Frise. Ja, gestern erst. Du bist eine schmucke Maus. Na gut, ich habe noch ein bisschen was im Computer. Druck ich da wieder aus, schön, schicke ich da einen Brief, ja, Umschlag. Und dann wird dorthin gegangen, sich beworben. Ja, naja, dann machen wir das wieder so. Packst in so einen Briefumschlag hier, schickst mir zu, dann bewerbe ich, dann guck ich mal hin, ja. Und passt du auf Gustav auf, ja. Ich weiß, der ist ein bisschen komisch. Gut, ich mach Scherz, schick's los, alles klar. Zisch ab, Flitzbiebe. Gut, hätten wir das Oberdreh geklärt, ja. Dann, tschüss. Grüß mal Gustav. So, du kannst jetzt nein, ne? Ja, der nächste will. Tschüss. Gut, Gustav, alles geklärt. Ab zu Dönergalle. Ja, ich habe ein Brand, sag ich dir. Oh.